Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 und zwar auf der PlayStation 4 auf der wunderschönen Karte Mühlenkreis Mittelland. Leider gibt es heute nicht so gute Nachrichten. Wir müssen zum Händler. Er hat gesagt, ich muss mal unbedingt vorbeikommen. Er möchte mir das nicht am Telefon sagen. Und ja, da sind wir. So, und zwar ist es so, damit hier der Deutz, der war ja in der Werkstatt und der hat da noch ein Teil bestellt, aber mittlerweile ist rausbekommen, damit das nicht mehr lohnt, den zu reparieren. Da war irgendwie nur noch ein Schlauchdefekt, aber jetzt ist die ganze Hydraulikpumpe doch im Arsch. Der Motor hat viele, viele Stunden und es ist so viel Geld zum Investieren, damit das nicht mehr lohnt, den noch zu machen. Also hat er mir geraten, am besten weg damit. Er gibt mir noch ein paar Mark. Schrottpreis 26.650 Euro. Jawohl. Okay. Und ich bin nochmal über die Bücher gegangen und habe beschlossen, der John Deere, der ist finanziell nicht tragbar. Den machen wir weg. Aber eigentlich ist er slotmäßig gar nicht tragbar. Wenn wir nämlich hier gucken, so, ich sag ja, der Modtrecker hat 26 Slots, der hat 17, der Standard hat 12, der Fendt hat 49 und der John Deere hat 72. Und das geht mal gar nicht. Das ist viel zu viel und ich habe ja hier ein Problem, ich kann ja nicht mehr viel machen. Von daher kommt der nämlich weg. Ist zwar schade, aber ist so. Wir müssen halt schauen, damit es hier auf dem Hof läuft. Und so viele Traktoren brauche ich wahrscheinlich gar nicht, bin ich der Meinung. Ich habe sowieso wieder viel zu viele. So, und der geht eigentlich wieder für einen guten Preis zurück. Das Gewicht schmeißen wir auch zurück. Dafür kriegen wir noch 236.991 Euro. 10 Tage alt. Ja, das ist ja super. Hä? So. Fahrzeug wirklich verkaufen. Jawohl. Das ist weg. So. Und das Gewicht verkaufen wir auch. So. Da sind wir los. So. Sämaschine behalten wir noch, obwohl die auch einen Haufen Slots hat. Und den Frontlader habe ich auch mal noch hier hingestellt. Vielleicht kommt es dann später noch irgendwie weg. So. Ja. Dann nehme ich wieder den Pickup und wir verschwinden. Überlegen uns, ob wir den großen Fendt auch behalten wollen. Auf dem Hof sind auf jeden Fall einige Sachen, was da weg könnten. Wir können jetzt hier nochmal reinschauen. Slotmäßig sind wir jetzt nämlich schon ziemlich runter. Fast 100, bisschen über 100 Slots haben wir jetzt frei. Wieder. Und es, ich sag ja, der Fendt hat noch 49. Okay. Sagt der Drescher hat selbst weniger, aber es ist halt so die Standardgeräte, die haben nicht so viel. So, der Rest geht eigentlich alles, aber das summiert sich natürlich. Nur mal gucken, was die ganzen Gebäude da haben. Ne, den Anhänger würde ich mal gucken. 6. 6? Okay, das geht. So, was hat denn die Wickelkommode hier? 3. Elf, 5, 13. Die Hundehütte hat nur ein Slot. Ja, ich sag, der Rest geht eigentlich alles. Die Werkstatt hat noch 22. Okay, die blöde Halle hat auch 15, da wo es noch reinregnet. Aber sonst hält sich das eigentlich in Grenzen. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen 1200, weiß ich wie viele Slots da noch herkommen. Das Haus hat 33. Okay. So, aber wir machen los. Es regnet, wir haben Frühling. Ne, früher Sommer. So. Früher Sommer, wir haben die Felder fertig. Wir können uns jetzt eigentlich überlegen, was machen wir mit den großen Fendt. Meiner Meinung nach, sollte der weg.
Nicht, weil er mir nicht gefällt, der gefällt mir ganz gut, aber weil er finanziell nicht gerade tragbar ist. So, notfalls leihen wir uns dann doch lieber Geräte aus oder stellen ein Lohnunternehmen ein. Und dann müssen wir nicht alles auf dem Hof zu stehen haben. Klingt zwar jetzt komisch aus meinem Mund, aber ist so. Jetzt müssen wir einfach mal gucken. Ich habe ja letztens habe ich alle Traktoren im Einsatz gehabt. Jetzt sind wir eigentlich so weit, damit wir warten, bis es hier trocken wird. Dann können wir nämlich Heu machen. Heu könnten wir jetzt mit den Ladewagen einfahren. So, ich stelle die Karre mal hier hin. Den Drescher habe ich natürlich auch schon überlegt. Den Drescher, den brauchen wir auch bloß wirklich zur Erntezeit. Aber ja, vielleicht könnte ich da noch ein paar Aufträge mitmachen. Wenn ich keinen Drescher habe, dann kann ich auch keine Aufträge machen. So, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Der muss wahrscheinlich nachher auch die ganze Arbeit übernehmen, was der Deutz gemacht hat. Und der Fendt, der ist natürlich richtig cool. Finde ich auch cool. Wir gehen jetzt noch mal hier rein, schauen uns das genau an. Und noch mal gucken, was die Sämaschine eigentlich für Leistung braucht. Sonst habe ich nachher keinen Trecker mehr, was das eigentlich schafft. So, 210 PS, das geht eigentlich locker. Weil unser. Was haben wir jetzt noch für Traktoren? So, der Marcel Ferguson hat 210, der schafft das. Der Fendt hat natürlich 426, das ist natürlich Wahnsinn. Der Deutz hat plus 95 und der Fendt hat 195. Also der Marcel Ferguson würde das eigentlich schaffen. Ich würde sagen. Ich würde sagen, wir warten einfach noch. Ja, wir haben den jetzt eigentlich hier genommen, Silage schieben und so weiter. Aber Slots, ich habe einfach das Problem mit den Slots. Was ich eigentlich machen würde, was meine Idee wäre, ich kann das ja mal zeigen. So, 49 haben wir gesagt, braucht der Fans und die brauchen hier alle weniger. Sagt der Aktion 900, der Cerion braucht weniger plus 35. Der Terratrack hat 39. Was wollte ich eigentlich? Der ist da gar nicht bei. Der wäre bei mittelgroße Traktoren, hätte ich eingenommen. Doch plus 36. Hier so ein Serie 7 Deutz 15. Das ist natürlich schon mal und hat schon standardgemäß 224 PS und läuft auch 63. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Hätte nachher mit voller. Steht da auch nachher was drauf? Voller Motorleistung 263 PS. Das wäre schon mal nicht schlecht. Das wäre eigentlich so meine Idee. Also den Fendt noch weg und dafür den Deutz. Und dann haben wir vier Traktoren. Könnte ja eigentlich ausreichen.
Und ich kann meine Bauvorhaben, was ich da noch geplant habe, eigentlich weiter nachgehen. So, BGA läuft wieder. Ja, wie gesagt, Regen, da können wir nicht viel machen. Also mit der Treckerentscheidung, das machen wir beim nächsten Video, würde ich sagen. Heute werden wir jetzt noch die BGA gerade füllen. So, genau, und der Seasons, der macht es nämlich schon so, damit wir gar nicht mehr so viele Geräte brauchen. Wir brauchen eigentlich einen Trecker, was eigentlich alles schafft, oder mehrere Traktoren, die eigentlich leistungsmäßig das meiste schaffen, und dann läuft das eigentlich. Dann haben wir mit den Seasons auch nicht mehr den Stress. Ich sag, jetzt können wir gerade gar nichts machen, oder? Ansehen, das funktioniert auch, da hätten wir auch genug Traktoren. So, das ist jetzt die Kamera von der Schaufel. Kameraschaufelperspektive, alles klar. Oh, seht ihr? Aber schon zu früh eingebogen. Oh, warte. Ui, 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 ui. So, und schon ist sie voll. So, das reicht erstmal. Mehr kriegen wir da eh nicht mehr rein. So, jetzt gibt es dann auch noch ein schönes Annaburger Güllefass, Zubringerfass. Da wollte ich eigentlich auch noch mal gucken, was das eigentlich kostet und was eigentlich unseres gekostet hat oder was ich dafür noch bekomme. Das da, das kostet 50.000, braucht 200 PS. Dann habe ich aber noch reingemacht. Da gibt es doch jetzt noch ein neues. Oh. Was ist denn da der Unterschied? Wieso kostet das eine?
380 PS, 25.000 Liter. Kann das irgendwie was anderes wie das? Das kostet plus. Aber hier sind 20.000 Liter drin. Okay. Also das wäre eigentlich auch noch so von Kotte für uns was. Ich glaube, hier können wir die Reifen noch ändern. Ne, hier können wir den Ansaugdingens hier ändern. Okay. Und Reifen. Normale. Oh, Trelleborg. Breite Michelin. Alles dabei. Können wir jetzt noch das Volumen? Vakuumtechnik? Pumptechnik. Aha, so ist Pumptechnik, das andere ist Vakuumtechnik. Okay, das ist auch ganz cool. So, passen aber bloß, wenn ich das richtig sehe. Zwanzigtausend Liter rein. Wieso steht denn dann vorne? Aha. Ohne 23.000 mit Pumptechnik und 20.000 mit Vakuumtechnik, wenn wir selber das raussaugen müssen. Alles klar. Sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen. Das ist einfach ein bisschen größer, bisschen länger wahrscheinlich. Die Varianten werden gleich sein. Da können wir hinten abpumpen. An der Seite. Oder gar nicht. Da wäre sogar noch das richtige Fass dafür. Das habe ich auch hier nicht. Wir haben das. Kostet 52.000. Ich glaube, das wechsle ich nämlich gerade noch. Das würde noch Sinn machen. Und dann haben wir das. 20.000 gehen da rein, das würde natürlich Sinn machen. Hier gehen 16.000 rein und braucht ein bisschen weniger. Und da kann ich doch auch verschiedene Technik hinten ranbauen. Hätte ich gemeint. Ja, obwohl, das ist genauso teuer. Also, das Zubringerfass, das werden wir gerade noch tauschen. So, ich sag ja, wir müssen hier die ganze Technik ein bisschen auf Vordermann bringen. Slotmäßig haben wir jetzt natürlich nicht geschaut. Was nimmt denn das Fass und was nimmt denn das neue Fass? Das kann natürlich wieder entscheidend sein über den Kauf oder Nichtkauf. 8 und das neue nimmt, also wenn wir es jetzt holen, wenn wir es bekommen, nimmt das nämlich 10. 2 mehr. Ist aber günstiger. Und passt mehr rein. Das würde ich mal riskieren. Dann fahren wir hier noch mit dem Fendt. Den haben wir ja dafür mal geholt zum Rumfahren. Der hat auch noch nicht so viel hier machen müssen. Aber das andere Fass, das ist dann auch noch ein bisschen besser, weil es ein Drehschemel ist. Das läuft dann besser hinterm Trecker hinterher. So, aber das mit dem Güllefass muss man noch überlegen. Wir haben jetzt Schleppschlauchsystem. Ist hier auf der Karte nicht so vorteilhaft mit den Feldern. Da wäre das Kottefass mit ein bisschen weniger Tankvolumen und ein Schwanenhals natürlich besser für die kleinen Felder. Ansonsten können wir es natürlich auch umbauen. Oh, das muss ich mir noch mal überlegen.
So, 50.000 kriege ich dafür noch. Da kann ich ja gerade mal noch das andere Fass kaufen. Da wäre ich ja fast noch wieder reich hier. Das ist ja viel, viel günstiger. Das der Zubringer hier. So, wir nehmen den kleineren. Felgenfarbe. Ne, wir lassen das so. Das Einzige, was ich machen würde, ist eigentlich hier Design. Machen wir rot. Das finde ich eigentlich besser. So, dann machen wir hier Variante 1. Variante 2 können wir an der Seite noch. Links. Rechts so. Okay. So, da hinten. Ich glaube, wir machen das so. Das ist zwar am teuersten, aber da haben wir so viel Stellen hier zum. Das ist auch noch cool. Können wir vorne, links, rechts. Aha. Ja, wir machen das so. So, farbiges Design. Was machen wir jetzt? Vakuumtechnik. Ich würde sagen, wir müssen das nämlich selber rauspumpen. So, Reifen. Nehmen wir da die Straßenbereifung. Aber die Breiten, die würde ich sagen, das sieht das cool. Okay, jetzt könnten wir aber theoretisch, wenn ich das nämlich noch sehe, Felgenfarbe, wäre das nämlich noch cool, wenn das irgendwie auch so ein bisschen rot wäre, obwohl das sieht irgendwie kacke aus. Macht nicht irgendwie so schwarz oder das Grün haben wir auch nicht, hä? Wir lassen sie so. Okay, wir kaufen das Teil. Jetzt kostet es dann trotzdem irgendwie 38.200. Denn nicht so viel gespart. Okidoki. Da ist es. Das sieht jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ach, das läuft doch schön mit hinten. Super. Perfekt. Wir fahren gleich mal zum Schweinehof und machen das voll. Ich will das jetzt sehen, wenn das voll ist. Boah, der Trecker läuft wie eine Rakete, ey. Ob ich den wirklich verkaufen soll, ich weiß nicht. Natürlich das leistungsstärkste Pferd momentan bei uns hier über 400 PS. Aber eigentlich brauche ich keine 400 PS. Und der hat natürlich richtig Geld gekostet. Eigentlich ist er viel zu teuer für meinen Hof. Aber eigentlich ist eigentlich. Ist er cool. Das ist jetzt viel zu breit hier für den Anhänger schon. Sagt da jetzt so einen schönen Deutz davor oder einen kleineren Fendt. Oh, schaut, wie er da schön mit rumkommt, der Anhänger. Perfekt. So muss das sein, gerade hier auf der Karte. So passt das. 20.000 Liter. Das ist gut.
Da sieht das Fass hinter den Trecker ein bisschen mickrig aus. Bisschen klein. Moin. Es wäre noch cool, wenn das sich da verbinden würde. Ich glaube nämlich für den PC gibt's das nämlich. So, okay, das Ding ist voll. Hier hinten sehen wir, Dings ist drin. Gülle, das Rad ist nach unten. Jetzt läuft er auch ganz anders. So, aber sonst können wir nicht machen, nichts machen. Okay, wir machen den Helfer wieder aus und machen nämlich los. So, als Zubringer fast nicht schlecht. Vor allen Dingen cool ist es, damit es ein Drehschiebel ist und damit es schön hinten hinterherläuft. Gerade hier auf der engen Karte. Also ich kann euch ja mal meine Idee noch erzählen, wie das mit den Traktoren laufen könnte. Wenn ich den Fendt noch verkaufe, könnte ich ja den Siemer Deutz holen. Der würde ja theoretisch für unseren ganzen Maschinenpark ausreichen. Brauchen wir gar keinen größeren. Und ich könnte nachher vielleicht noch zum späteren Zeitpunkt noch irgendeine andere Maschine kaufen, wo ich jetzt mit den Slots natürlich ein Problem habe. Oh, Betonmischer. Ich glaube, der Deutz, der wäre auch ein bisschen schmaler. Der Fendt ist schon breit hier. Der braucht hier, der gut, der hat noch die breiten Schluffen drauf hier. Breitreifen. Ist aber für die Karte nicht gerade vorteilhaft hier. Jedenfalls nicht, wenn da der Betonmischer entgegenkommt. Irgendwie würde mir auch mal so noch ein LKW reizen. Wir haben nur Traktoren und es gibt mittlerweile so coole LKWs. Ich glaube, wir machen das, aber nicht mehr in diesem Video. Wir fahren jetzt mal das Fass auf dem Hof, werden das ordentlich hinstellen, überlegen uns, was wir mit dem anderen Güllefass machen, mit dem Ausbringen, Fennhusfass, ob wir das behalten oder nicht. Der steht da immer noch und wartet, bis es trocken ist.
Und ja, das große Ding hier brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben jetzt zwei Traktoren verkauft. Und ja, weniger soll es denn vielleicht doch nicht werden. Aber so schaffen wir wieder Platz für was Neues. So, jetzt komme ich nämlich hier schön da um die Ecke rum. Und das Fass bleibt fast auf der Straße und reißt mir auch nicht den Zaun weg. Also ich finde es cool als Zubringerfass. Sag, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier behalten wollen oder ob wir das auch noch tauschen. Aha, ich habe hier schon etliche Technik gekauft dafür. Das müssen wir fast behalten. Ich muss noch mal gucken, wie viel Leistung das Teil braucht. Nicht, damit wir ja doch alle leistungsstarken Traktoren nachher verkauft haben und können das nicht mehr bedienen. Okay, würde ich sagen, das war es erstmal hier von der Mühlenkreis Mittelland. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls das noch nicht gemacht haben und euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich einen kostenlosen Like da lassen. Kostenloses Abo ist alles kostenlos. Ganz klar. Also macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.